Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir müssen noch das Gemälde zu der Aufseherin Nesselmeer bringen. Und ich würde sagen, da machen wir uns auch direkt auf den Weg, reiten wir eben schnell rüber und bringen das eben weg. Tam 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 tam. Da ist einer mit seinem Söldner unterwegs. So, hier lang und rum und zack. Dahin ist die Aufseherin Nesselmeer. Bringen wir ihr doch mal eben kurz 1000 Worte. Wie kann ich euch helfen? Aufseher Hookwhite hat dies für das Museum geschickt. Das ist so nett von ihm. Schaut euch diese Arbeit an. Ist wirklich eine Schande. Es gibt keinen Ort, an dem man diese Art von Handwerkskunst aus der modernen Epoche her ausstellen kann. Das war's für mich. So, haben einen schönen neuen Ohrring bekommen. Gucken wir uns nochmal kurz unseren Rucksack, der ja schon wieder extrem voll ist. Huch, die Füße sind besser als unsere, dann nehmen wir sie, rüsten wir sie doch aus. Der Ohrring ist besser als einer unserer Ohrringe, meine ich. Genau als der rechteste. Ja, passt. Hier haben wir auch noch was. Einen schlechten Ohrring. Ja, mittlerweile auch schlechteren Ohrring. Nachdem ich ein blutiges und abgetragenes altes Powerhouse wegen einer zerstörten Welt hätte. Na gut, nehmen wir auch mal an. Die Quest, einfach nur damit wir das Item auch aus unserem Rucksack raus haben. Die Teile können wir wegschmeißen. Oder gucken, dass wir sie noch, verkauft kriegen. Ja, komm, wir gehen erstmal kurz verkaufen. Bevor wir von der Nesselmeer die nächsten Quests annehmen. Verkaufen. Bergland Missionarfestel, ja. Können wir nicht viel mit anfangen. Müssen wir also verkaufen. Vor allem, weil das sowieso schlechter ist als unsere Ringe, die wir haben. Oder, nee, Quatsch, das sind ja Handgelenksbänder. Hier die Knöchel. Ein paar Brocken Holz, das Teil. Mineralwasser, Kleinholz, Elfenmagie können wir wieder verkaufen. Die können wir verkaufen, die können wir verkaufen, die können wir verkaufen. Flaschen mit Teichwasser können wir immer verkaufen. Fledermaus-Ohren, Galoschen des Bündlers. Ja, können wir auch verkaufen. Das will ich nicht verkaufen. Die will ich verkaufen. Verkaufen. Ja, Plattenstiefel können wir auch nichts mit anfangen. Weg damit, weg damit, weg damit. Kleiner polierter Knochen. Na, auch wieder weg. Locke aus rauem Haar. Muffige Piratenkapuze. Weg damit. Mein Gott, wir kriegen aber auch sehr, sehr viele Sachen zusammen, die auch immer gut Geld bringen. Ich meine, wir sind jetzt bei 66 Gold mal eben schnell. Pack des Lukan können wir verkaufen. Dryadenblut. Alles verkaufen. Ah. Wir werden ja richtig reich hier. Bei den ganzen Scheiß, den wir hier verkaufen können. Ich hätte nie gedacht, dass wir so schnell so viel Gold zusammenbekommen würden. Ich befinde ja, freue mich ja schon richtig auf den allerersten Platin, den wir zusammenbekommen. So. Aufseherin Nesselmeer. Wie kann ich euch helfen? Ihr sagtet vorhin, dass ihr das Gemälde von Aufseher Hookwhite nicht ausstellen könnt. Es sei denn, was? Planen Sie die Spendenaktion. Wunderbar, neue Schulterschützer. Außer wir machen ein paar Spendenaktionen. Wir machen eine Fischbrataktion und können immer frischen Fisch brauchen, wenn ihr welchen für uns fangen könntet. Etwas Großes, von dem eine ganze Menschenmenge satt wird. Das kann ich tun. Speerfische für die Spendenaktion besorgen. Speerfische müssen doch eigentlich hier unten sein, oder? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Wir können natürlich einmal hier unter Wasser gucken. Meeresleiter. Lalala. Gucken wir mal kurz, ob die... Ne, das sind Flinkflossenhaie. Meeresleiter. Nochmal hoch. Einmal Luft holen, so, und wieder runter. Boah, unter Wasser haben wir auch eine richtige Scheißsicht. Verwunschen ein Decker.
Nee, die kann man nicht essen. Nee, weiß gerade nicht, wo die sind. Muss ich mal offscreen gucken oder irgendwie später mit euch gucken. Erstmal möchte ich mal die andere Quest wegbringen, wo wir die Goblins für töten mussten. Unterstützung für Sama Sengebalg. Dort vorne. Die nette Sama bekommt wieder unsere Hilfe. Und wir sind schon fast auf Stufe 38. Fällt mir gerade auf. Hallo, mein Freund. Habt ihr Interesse, mir noch einmal zu helfen? Ja. Thank you for your help. Please take this in return for your hard work. Do you think you can help me some more? Vielen Dank für eure Hilfe. Nehmt bitte das als Gegenleistung für eure harte Arbeit. Könnt ihr vielleicht noch mehr für mich tun? Natürlich helfe ich euch noch einmal. So. Excellent. You worked hard to kill all of those goblins. But we need to make sure they don't regain their foothold. Hervorragend. Ihr habt hart gearbeitet, um all diese Goblins zu töten. Aber wir müssen sicherstellen, dass sie nicht wieder Fuß fassen. Ich komme zurück, sobald ich noch mehr getötet habe. Gut, dann gehen wir wieder los und töten noch ein paar Goblins. Yay, Goblins, 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 ihr werdet alle sterben. Muhahaha, muhahaha, muhahaha. Ich glaube, jetzt können wir uns auch manchmal mal an die dicken Goblin-Gruppen ranwagen, habe ich so das Gefühl. Denn so wie wir vorhin mit der Dreiergruppe klargekommen sind, so müssen wir eigentlich auch mit einer dicken, einer richtig dicken, fetten Gruppe klarkommen. Versuchen wir es einfach mal. So, hier, Feuersturm. Und ein heißer Wind und die müssen dann alle umkippen irgendwann. Naja, noch nicht ganz. Einige halten ja ein bisschen mehr aus. Oh, Feuersturm und jetzt dürfen wir sie aber wirklich alle fassen und alle getötet haben. So, Goblin Sprache machen, holen wir uns damit auch dann gut voran. Oh, Goblin Mystica eben kurz für unser... Wo ist es da? Für den Dungeon Finder, für unseren Dungeon Maker. Da müssen wir auch mal bald wieder vorbei gucken, dass wir nochmal wieder einen neuen Dungeon besuchen. So, hier erstmal ein bisschen draufhauen. Ja, also wir kommen jetzt auch auf jeden Fall mit den dickeren Goblin-Gruppen klar. Das ist schon richtig krass, wie viel stärker wir auf einmal werden. Also wie schnell man hier stark wird, einfach nur indem man hier auch ein paar Quests macht in den neueren Zonen, finde ich schon ziemlich heftig. Muss halt nur immer die Ausrüstung dann auch mitbekommen durch die Quests und vernünftig vergleichen. Aber dann ist es auch einfach. So, und du bist auch tot. Und, boah, wir nähern uns immer mehr der Stufe 38. Ich glaube, wir werden in dieser Folge dann noch 38. Freue ich mich schon drauf. Ich warte ja die ganze Zeit quasi auf einen neuen Skill, den wir ja immer noch nicht erlernt haben. Sobald wir den haben, dann werdet ihr es auch sehen, dass ich mich auf den Skill richtig freue, weil er so extrem, aber exorbitant stark ist. Also er ist noch stärker als der Feuerball und der ist ja schon extrem exorbitant übermächtig stark. Extrem übermächtig orbitant, aber wie auch immer. Also er ist auf jeden Fall extrem stark. So, gehen wir mal hier rüber und kloppen uns mit der nächsten Gruppe von Viechern. Mit den nächsten Triefaugen-Söldner-Gruppe. Boah, scheiße. Ja, die haben einen Boss mitgezogen, also das wird nichts. Oder doch? Doch, wird's was? Wir müssen nur den Boss erstmal kurz wegfesseln. Nee, wir müssen weg. Wir müssen weg. Rennen. Abreisen. Abreisen. Boah. So viele neue Zauber und ich kriege sie gerade alle nicht mit. Huch, da ist noch jemand umgekippt gerade. So, wir sind entkommen. Perfekt. Huh, war das knapp. Also, was haben wir denn neu gelernt? Ich gucke einfach mal kurz im Zauberbuch. Einfach auf der letzten Seite findet man immer die neuesten Zauber. So, hier. Klingen ist roh. Stufe 38, Opferung. Ach, wir haben eine neue Opferung erlernt, okay. Ist die stärker oder schwächer? 194 bis 332. 192 bis 327.
60 bis 110. Ja, die neue Ohrform ist ein ganz klitzekleines Mini bisschen besser. So, dann haben wir eine neue Klinge des Rohr erlernt. Die ist auf jeden Fall, glaube ich, besser. Dann zaubern wir uns die auch mal kurz. Und dann haben wir hier Abreisen. Ne, Aufhören haben wir auch erlernt neu. Jo, Tatsache. Aber na gut, das haben wir ja so noch nie benutzt. Und Abreisen ist genau das gleiche wie Portal, dass wir uns innerhalb der Zone wieder zum Eingang der Zone teleportieren. Okay, haben wir das auch schon wieder geklärt. Und war nicht der Zauber dabei, auf den ich gewartet habe. Wann bekommen wir den überhaupt? Huch, ein kleiner Goblin, Triefaugenkundschafter hinter uns. Will rummucken, der Kleine. Zack, tot bist du. Ach, wir haben schon wieder fertig mit die Quest für Samasellengebalk. Ach du Scheiße, ging das schnell. Erinnert ihr euch noch, wo wir die Quest zum allerersten Mal gemacht haben? Wie lange wir da ansaßen? Und jetzt mal eben zack, zack, fertig. Ich glaube, wir werden die Quest noch ein paar Mal jetzt eben schnell machen. Fragezeichen. Ich kann auch nicht drum rum, die Fragezeichen nicht auszulassen. So, eine neue Scherbe. Zack. Oha. Es gibt viel zu viele Scherben, finde ich manchmal. Ja, wir helfen dir nochmal. Boah, jetzt gibt's schon über ein Gold pro Quest. Also das ist halt so eine Everquest, die lohnt sich dadurch, dass man einfach extrem viel Gold bekommt, indem man sie ständig wiederholt. Wir haben jetzt schon, kriegen schon über ein Gold jetzt pro machen. Und das wird noch mehr, bis die Quest irgendwann nicht mehr für uns machbar ist. So. Triefaugenviecher, ihr werdet alle sterben. Ich bringe euch um. Hier, mit einem Feuerball in deine Fresse und anschließend einer Magmakammer unten in den Flammen von Velius. Die wirst du alle nicht mehr überleben. Na, aber du überfasst. So, hier hinten erstmal... Ey, nein, ich will den nochmal fesseln. So, und hier. Jetzt mit voller Pulle drauf. Lalala. Boah, das ist jetzt überhaupt gar nichts Spannendes mehr, hier gegen diese heldenhaften Mobs zu kämpfen, muss man echt sagen. Die haut man einfach so mal eben locker weg. Hier, zack. Und noch das. So, noch ein Feuerball und dann haben wir ihn auch mal wieder getötet. Zack, haben wir schon wieder 3 Stück. Und kommen auch mit unserer goblinischen Sprache voran. Da haben wir schon 2 von 7. 2 von 7 erst. Krass. Wie wenig Goblins wir bis jetzt getötet haben. Dann machen wir halt jetzt in dieser Aufnahmesession insgesamt mal ein paar Goblin-Quests. Dass wir mal ein bisschen weiterkommen da. So, eigentlich will ich ja den Boss da mal umhauen. Aber nicht mit so wenig Leben. Also, hauen wir erstmal hier noch ein paar Drecksflosser um. Nein. So, und dann. Dass wir einfach mal noch ein paar... Ja. Punkte rankommen. Neue Leistungspunkte haben wir noch nicht, oder? Nein. Aber wir nähern uns auch schon wieder dem nächsten Leistungspunkt. Wie viel Leistungserfahrung bekommen wir denn eigentlich so für so einen Kill? Habe ich jetzt gerade schon wieder nicht gesehen. Dort hinten ist noch ein Drecksflosser. Nein. So, dich hier will ich haben. Fische kann man halt nur im Wasser bekämpfen. Außerhalb des Wassers verlieren sie immer sofort die Aggro. Also wenn ihr Probleme mit Fischen habt, dann sofort raus aus dem Wasser, dann greifen sie euch auch nicht mehr an. Problem ist halt, wenn ihr... wie heißt es? Ja... zu weit entfernt seid vom Rand des Wassers, dann könnt ihr auch von Fischen getötet werden. Aber ich finde, das ist ziemlich realistisch gemacht, dass die Fische halt einen an Wasser nicht mehr weiter verfolgen. Oha, 2 mit 2 Pfeilen hoch. Hauen wir auch um.
können ja nichts. Ich glaube, wir können den noch Mana absorbieren, ne? Jo, jetzt haben wir uns 84 Mana gerade mal eben schnell geholt. Auch wenn das hier sagt irgendwie, dass wir haben nur 37 Mana kriegen. Kostet das überhaupt Mana? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Müsste man gleich mal im Spellbuch nachgucken. Es soll die ganzen Eigenbuffs normalerweise von dem wegmachen, aber hat es auch nicht so. Na gut, aber immerhin, wir haben genug Mana. Dann werden wir das immer mal wieder neu zaubern. Ich meine, die Söldner haben sowieso immer genug Mana, aber wir ja nicht. Wenn man wirklich den Gegnern das komplette Mana für irgendwas absaugen möchte, dann muss man ein Illusionist sein. Illusionisten können das Mana so weit verringern, dass die Gegner quasi gar nichts mehr machen können. Außer White Hits, also außer normalen Angriffen. Aber wenn sie das machen, dann machen sie es auch richtig gut. Also wenn die Gegner wirklich überhaupt nichts mehr machen können, aufgrund dessen, dass sie kein Mana mehr haben. Das ist echt genial, finde ich. Alle, dafür haut der Illusionist aber nicht so extrem schnell, exorbitant schnell die Gegner um wie der Zauberer. Also die Magierklassen sind alle ziemlich stark in der Arcus 2. So, es ist übrigens wieder die Zeit vorbei für diese Folge. Ich wünsche euch alles Gute und